später nochmal zu Knoxville. Komm mal zurück und geh dann auf meinen Moorlord, weil ich den Donner wieder prediktet habe. Ihr werdet sehen, habe ich ihn richtig prediktet? Ja, habe ich. Ich habe einen... Yo, was geht, meine kleinen Mage-Profis? Wir sind hier an einem schönen Freitagnachmittag bei einem weiteren Oras Wi-Fi-Battle. Zuallererst muss man dem vornherein sagen, sieht man vielleicht schon am Team, aber in diesem Kampf wurde von unserem guten Gegner, dem Lobo, die Item-Claws gebrochen. Das will ich im Vornherein schon mal sagen, dass da nicht in den Kommentaren geschrieben wird, da hat er aber zweimal selber Item und was weiß ich und sowas. Sage ich von rein, er hat doch die Begründung gesagt, es ist in normalen Kämpfen mit Freunden, war da mit der Item-Claws nie so wichtig. Deswegen akzeptieren wir das einfach so, er hat mit einer gebrochenen Item-Claws gespielt, aber ich wollte jetzt den Kampf deswegen nicht absagen oder nicht aufnehmen, weil ich finde, es war trotzdem irgendwie noch ein guter Kampf. Und deswegen gehe ich auf die Teams ein. Mein Team kennt ihr bereits, wie gesagt, da muss ich nicht viel zu sagen wieder. Und sein Team, er leadet mit einem Porygon 2. Gefolgt von einem Farbigel, was glaube ich ein Sash hatte. Nein, es hatte keinen Sash. Es war eine Spielweise von einem Farbigel, die ich wirklich noch nie, meine Freunde, noch nie gesehen habe. Dann kommt noch ein Hytera. Gefolgt von einem normalen Kangama. Das ist kein Mega-Kangama, das heißt kein Uber. Einem Griffel und einem Chanera. Für die erfahreneren CP-Spieler. Wie sieht es da mit der Special Claws aus, wenn ein Pokémon und seine Weiterentwicklung im Kampf, wie jetzt Chanera und Hatera, könnt ihr mir das vielleicht sagen, weil ich kenne es so, dass es eigentlich dann gegen diese Regel gebricht. Lenovo hat gemeint, in allen Bisa-Board-Turnieren wäre das nicht so. Und das ist jetzt eine Frage für mich, weil ich es persönlich nicht weiß, wie es dann jetzt wirklich geregelt ist, weil ich es nicht anders kenne. Und da wir jetzt beide Varianten quasi so aufeinander getroffen sind, würde ich gerne von euch wissen, für die, die Ahnung haben, wie läuft es denn wirklich ab. Dankeschön schon mal voraus. Ich werde einen Kampf geht und endlich los. Ihr wartet ja schon lange genug da drauf. Guck ich mir mal die Rundenanzahl an, wie lange. Meine Freunde, wir werden hier bis heute Abend noch sitzen. Oder heute Morgen oder heute Mittag. Je nachdem, wann ihr den Kampf guckt. Ich gehe erstmal auf meinen Tentoxam. Wer es vom letzten Jahr weiß, dass es ein physisch offensives Tentoxa ist. Was natürlich das erste ist, weil physisch offensiv Tentoxa rechnet man nicht. Ich gehe erstmal auf den Abschlag. Egal, weil er jetzt nicht viel Schaden macht, aber er macht Damage. Ich glaube, die Donnerwelle, um mir den Speed zu nehmen, den Tentoxa nicht unbedingt hat. Also ich finde jetzt Tentoxa eigentlich als langsames Pokémon von da. Aber gut, er geht jetzt auf den Donner und er trifft verdammt nochmal mit dem Donner. Mal gut, mit Tentoxa speziell defensiv sowieso geil, aber er bekommt mich auch noch die Vollparei. Ich hätte so kotzen können, aber in diesem Kampf war gerade alles gegen mich, ja, alles. Er geht wieder auf den Donner und trifft einfach noch einmal. Da habe ich mir nur gedacht, so einfach, Alter, ist das dein Ernst? Ich gehe auf den Gift-Tip, einfach nochmal Step Damage zu machen. Ihr seht, das macht nicht den Damage, den es sollte und er kriegt leider auch keinen Giftschaden, also keine Vergiftung. Denkt man, komm, vielleicht brauche ich meinen Tentoxa später nochmal. Tentoxa, komm mal zurück und geh dann auf meinen Moorlord, weil ich den Donner wieder prediktet habe. Ihr werdet sehen, habe ich ihn richtig predikt? Ja, habe ich! Ich habe einen super geilen Predikt gemacht und bin auf Dawn of Morrowind natürlich. Er holt jetzt raus und ich denke, dass ich jetzt auf den Fluch gegangen sein könnte. Er geht halt auf Hytera. Ah nein, ich bin auf die Toxin gegangen, stimmt. Ja, damit er erstmal schön leidet. Leide, du Opfer, leide! Oh, nein, Spaß. Okay, auf jeden Fall. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß echt nicht, was ich alles gemacht habe in diesem Kampf. Er ist schon etwas sehr... Er schickt jetzt erstmal ein paar Tarnsteine raus. Ja, okay. Ach, ich gehe auf den Fluch. Ja, der gute Fluch. Diese Fluchtaktik mit Mauler tut echt weh. Der Fluch tut weh. Gut, es geht weiter, meine Freunde. Und weiter und weiter und weiter. Überreste heilen mich heilen ihn nochmal ein wenig hoch. Er bekommt aber viel Giftschaden. Er ruft es jetzt zurück. Warum auch immer. Er wird seine Gründe dafür haben. Und geht sein Scharnieren rein. Was eigentlich gar nicht immer so intelligent ist. Mein... Auch wenn man es so sieht, aber Chanera macht gut. Chanera macht immer 50 KP Schaden. Ja, mit Georuf. Aber Chanera ist physisch defensiv nicht das Beste. Also ein Tempo-Hieb haut ein Chanera im Normalfall mindestens zu 50-60% um. Aber gut, ich gehe jetzt auf die Kaskade, um einfach ein bisschen Damage zu drücken. Mit zweimal Fluch. Gut, es hält physisch defensiv doch was aus. Ich habe es unterschätzt. Ein wenig sehr. Er sagt einem Mordor, das reicht, das bringt es nichts, vor allem wenn er dann Weichei-Taktik einsetzt, ne? Gehe auf meinen Tentoxa, weil ich auch diesen Abschlag einsetzen wollte. Aber er, ja, ist dann auf den, wie soll ich sagen, Konter. Ah, ne, er ist auf den Konter gegangen. Sehr schön!
Damit hat mein Tintoxia noch eine Runde überlebt. Heul, ja, die Waldfee. Aber jetzt geht auf den Geowurf durch den Para, ist halt natürlich schneller. Outgespeedet von einem Scharnierer. Das kennen wir doch irgendwie. Geil, David. Aber gut. Nachdem dann das auch geklärt ist, gehe ich auf meinen Stecher. Der gute Stecher. Bekomme hier erstmal so ein bisschen den Damage und gehe dann auf den Eisspeer. Aber ich habe überlegt, geht er auf den Konter und ich dann auf den Hausbruch oder geht er nicht auf den Konter und ich gehe auf den Eisspeer, weil der Eisspeer, der haut es ja nicht um. Und mit dem Hausbruch hätte es eventuell was da werden können. Ach nee, ich habe den Kingstein auch drauf, habe auf den Flinch gehofft, den ich leider nicht bekommen habe. Genau, das ist ja die Kingstein-Taktik. Tuktik. Tuktik, genau. Bekomme Giftschaden, was echt ärgerlich ist. Und man kann auch noch dazu sagen, hätte er diesen Eboliten nicht auf beide drauf gehabt, wäre diese Shanaira schon längst down gewesen, auch im Endeffekt. Also im Endeffekt, ich werde am Ende nochmal sagen, was ich meinte. Ja, man sieht nur, was so ein Item echt im Spiel ändern kann. Ich gehe wieder auf den Eisspeer und trotz, dass dieses Ding kein Eboliten mehr trägt, hält es noch immer viel aus. Ich habe mir nur gesagt, so, what the fuck? Aber gut, damit ist das hier besiegt. Ich bekomme nochmal Giftschaden. Und gehe dann nochmal. Ach, ich bin auf den Eissplitter gegangen. Okay, hat es gekillt. Ah, gut, hat gekillt. Hätte es jetzt nicht gekillt, hätte ich jetzt echt einen Mega-Fail gehabt. Aber gut. Ich bekomme wieder mega-mäßigen Giftschaden. Und er geht auf Anbidiffel. Und das ist halt blöd. Ich könnte jetzt nur auf den Eissplitter gehen, weil er, der wahrscheinlich Mogulieb. Der Mogulieb hat halt eine höhere Priorität, glaube ich. Drückt mir nochmal damit Mega-Damage. Ich flinche natürlich und ich trage den Kindstein und flinche. Bekomme jetzt nochmal Giftschaden. Damit ist mein Stecher leider aus dem Spiel. Schade, schade, schade. Gut, als nächstes hat mein Scarf Megastarmon. Yep, ganz genau. Und geh auf das Siedewasser. Einfach für Get the Fucking Burn. Macht diesen Amidiffel schön Schaden. Er geht auf den Abschlag, der erstens sehr effektiv ist, zweitens Mega Damage drückt und drittens mein Scarf weghaut. Aber gut, dann war es halt schneller. Und damit Megastarmon besiegt. Von einem Amidiffel. Was soll ich dazu sagen? So, ich gehe dann wieder auf meinen Morlord. Einfach weil Morlord kannst du nicht gut wehtun. Außer du bist gut, aber das bist du nicht. Bam. Okay, nein. Er geht jetzt wieder auf den Abschlag und haut mir meinen Beulenhelm. War das? Sie hat den Beulenhelm, habe ich noch drauf. Haut ihn jetzt endlich. Haut ihn weg. Und ich gehe auf den Fluch. Warum auch immer ich jetzt auf den Fluch gehe. Ja, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Eigentlich hätte ich schön Damage drücken können wollen, aber gut, war mir egal. Ist mir egal, ganz genau. Oh, Kaidokai. Er geht auf den Doppelschlag mit der Hoffnung, dass er mir damit Damage drückt, aber ihr seht es selbst. Es macht zwar ein wenig Schaden, aber nicht so, dass er mich wirklich juckt. Ich gehe nun auf die Kaskade. Und hau damit seinen Amidiffel um. Aber gut, einen Amidiffel umzuhauen ist nicht allzu schwer eigentlich, denke ich. Sollte eigentlich so sein. Bekomme auf jeden Fall jetzt Giftschaden und weiß, dass Switch nichts bringt. Also bleibe ich drin. Er geht auf seinen Farbeagle und jetzt kommt eine Variante, die ich wirklich noch nie gesehen habe. Die finde ich echt klasse. Muss ich wirklich zugeben. Ist echt klasse. Er geht jetzt auf den Hausbruch. Yep, auf den Hausbruch. Diesen fucking Hausbruch einfach. Und ich bin, glaube ich, auf Fluch gegangen. Deswegen. Oder bin ich hier direkt in Attacke gegangen, weil das hier jetzt richtig schön reingehauen. Ah, ich bin auf die Attacke gegangen. Geil! Plus 1 auf minus 2 oder minus 1, keine Ahnung. Und ihr seht, oh gut, da sind Zerch drauf gehabt. Das Scheißding ist einfach rausgehauen. Das war einfach zu göttlich. Und mein Morlord ist nicht raus. Auf jeden Fall macht er jetzt natürlich. Eklig. Ja, die Gefühlszippe. Ah, stimmt. Ja, ich meinte, ja, hab ja gesagt, so eine Attacke habe ich schon nie gesehen. Gefühlszippe. Jetzt geht er erstmal wieder auf das Schutzschild. Ich glaube, die Kaskade natürlich. Und jetzt, Achtung, meine Freunde, ich bekomme noch Giftschaden. Mein Morlord ist damit aus dem fucking Kampf. Eklig. Eklig. Oh, mein Bildschirm ist eklig. Er geht wieder auf die Gefühlswippe. Das ist einfach nur mega widerlich. Und ich gehe auf mein Speedy. Auf mein Mega-Turtok. Genau, Speedy. Er geht nun. Also, ich gehe jetzt auf die Mega-Entwicklung natürlich. Boom. Alter. What the fuck? Okay. Aber er geht nun auf die Pilzspore und lässt mich erstmal einschläfern. Alter, das ist richtig widerlich. Das ist wirklich widerlich, dieses Vieh. Ich hätte einfach eine Prio-Attacke nur gebraucht. Mehr nicht, aber habe ich, glaube ich, nicht. Seine Gefühlszippe schlägt wieder ein und ich hätte jetzt schon längst den Überblick verloren, was auf welchem Stand ist. Aber seine Genauigkeit ist gesunken und er geht auf die Staffette.
Und das ist wirklich gar keine schlechte Taktik. Staffete plus Gefühlsuppe, das ist echt nicht schlecht. Ja? Aber jetzt geht er auf seinen Kangama. Und meine Freunde, Achtung, ich schlaf. Ja, ich schlaf. Jetzt die Frage, es dürfte schnell genug sein. Geht auf den Donnerschlag. Und meine Freunde, haut es mich um. Und ich überlebe es wirklich sehr, sehr knapp. Es verliert einen KP, aber ich schlafe immer noch. Ich hätte dieses Kangama besiegt. Jetzt geht's halt, aber, ah, genau, ich hab die, ah, ich hab die Attacke hier abgewehrt. Geh auf die Aurasphäre und meine Freunde, Achtung, ich besiege es. Ah, kill. Geil, da, gut. Also hab ich's noch richtig gemacht. Ich hab schon gedacht, so, hä? Aber gut, er geht jetzt auf seinen High-Tiger, das womöglich nicht schneller ist. Ich glaube, in Speedy, ja, höher Speedy, ne? Hier weiter auf die Aurasphäre. Und die ihr seht, macht echt mega viel Damage. Er hat jetzt auf den Donnerblitzen, haut damit mein Speedy leider um. Und ich weiß gar nicht, wie viele Pokémon ich habe. Ich weiß, dass ich schon Lamus habe. Und ich glaube, das war's auch schon. Das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein. Ja, eigentlich. Und ja, ich gehe jetzt auf meinen Lamus, auf mein letztes Pokémon. Ja, mach jetzt dann Bling Bling, genau. Kriegen wir uns einen Tarnstein, Schaden läuft bei dir. Geh, er ruft es zurück. Ja, okay. Okay, tut mir leid. Tut mir sorry. Ich gehe auf seinen Scharnierer. Und ich gehe auf den Psychok. Achtung, meine Freunde. Und guckt euch das jetzt an. Ohne den Evoliten wäre dieses Vieh einfach tot gewesen. Ja. Das hat mich so aufgeregt. Dann wäre es tot gewesen. Ich hätte diesen Gift nicht bekommen. Ja. Und dann wäre das jetzt nicht so gewesen, wie es jetzt ist. Das hat mich einfach so aufgeregt, als ich das dann erfahren habe. Wirklich. Also ist jetzt nichts gegen den Hinobo. Aber da merkt einfach, was so ein scheiß Item. So ein scheiß verkacktes Item einfach ausmacht. Ja? Wirklich, was es ausmacht. Er geht auf den Donnerblitz. Macht mir damit noch ein bisschen Schaden. Ja? Und ohne den Gift hätte ich dieses Hytera einfach gekillt im Endeffekt. Es wäre weg gewesen. Es wäre einfach down gewesen. Ja? Oh, aber nein, das Spiel dachte sich einfach so. Aber nicht das Spiel, ja. Das Item. Ja, dieses Item dachte ich einfach nur so. Fick dich. Nein, heute nicht. Und ich dachte nur so, Alter. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Vor allem, weil dieses Hytara bekomme ich jetzt so. Ohne den Gift Damage hätte ich jetzt einfach down bekommen. Guckt euch das einfach an. Ich hätte es ohne Gift Damage in der nächsten Runde down bekommen. Ja, genau. Aber gut, damit ist dieser Kampf dann jetzt aber auch vorbei, weil der nächste Sonderblitz wird mich killen. Und damit, meine Freunde, ein GG an den Lenovo und euch ein schönes Wochenende. Wenn euch der Kampf gefallen hat, schreibt in die Kommentare, macht einen Daumen hoch. Wenn ihr Kritiken habt, könnt ihr auch gerne schreiben. Wenn ihr andere Spielweisen von Pokémon habt, auch gerne. Wenn ihr andere Vorschläge habt, wie Gen-Kämpfe oder andere Monotype-Teams, könnt ihr mir auch gerne schreiben, die ich dann benutzen werde. Und so weiter und so fort. Alles in die Kommentare packen. Von da, meine Freunde, sehen wir uns dann einfach das nächste Mal. Ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao. Yo, Leute. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wann irgendein Video kommt, egal ob von diesem Kanal oder von meinem anderen Kanal, dann klickt einfach auf einen der drei Icons und abonniert bzw. folgt mir einfach auf den anderen sozialen Netzwerken. Zur Wahl stehen Instagram, Twitter sowie mein anderer YouTube-Kanal. Von daher folgt und abonniert, was das Zeug hält, damit ihr nichts verpasst, was hier passiert. Von daher, ciao!